geheimen Quellen zufolge sage ich erstmal herzlich willkommen zurück zu Awakening. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, geheimen Quellen zufolge lag am Bohrer noch irgendwas. Der war hier so? Nee. Gott. Hier. Hier, tatsächlich. Eine Holzstange. Yay. Die hilft mir. Damit kann ich die beiden toten Pflanzen hauen? Oder sie dem Maulwurf irgendwo... Was? Was mache ich denn jetzt mit der Holzstange? Das hilft mir leider auch überhaupt nicht. Das ist sehr bedauerlich. Die Hand? Die Statue, wo der Bogen war? Was? Ich glaube dir ja, aber diese Holzlatte hier, die glaubt ihr nicht. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich muss garantiert nicht hier lang, aber ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ach, das ist keine Statue, ihr Trolle. Das ist der Riesenoger, den wir umgeschossen haben. Der Benzinkanister hat keinen Ausgießer, aber okay. So, dann kann ich ja jetzt endlich den Schnaps umfüllen. Natürlich nehme ich dazu den Ausgießer wieder ab. Total sinnvoll. So, fülle jetzt den Tank. Und fülle den Tank mit dem Trank und dann tun wir das in diesen Schrank. Very clever, Your Majesty. Let's see you get out of this one. Dreadmire shall prevail. Suddenly Quagmire. Der Golem will angreifen. Ich muss ihn ausschalten, bevor er uns erwischt. Alter, ich verschwende 8 Jahre meines Lebens darauf, diesen verkackten Golem wieder in Gang zu kriegen. Und jetzt muss ich ihn ausmachen? Hier, ich schmeiß Mais auf dich. Stirb. Alter, ernsthaft? Okay, das, so kämpft man gegen Golems. Klar Sache, wenn ihr irgendwo mal gegen einen Golem kämpft, ich hätte doch lieber den Maiskolben geschmissen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Gut, dass wir gerade diesen Golem zusammengebaut haben. Das hätten wir, also, mal ganz ehrlich, die Höhle kaputt machen, hätten wir auch einfacher haben können. Milady, the prince has been cursed by Grimble. Let us bring him to the dwarf village at once. Weißt du, du schläfst stundenlang auf deinem bekackten Stock oder auf meiner Schulter oder wo auch immer. Und immer wenn ich was von dir möchte, sagst du so, stör meinen Schlaf nicht. Und jetzt kommst du an und sagst, ich soll diesen verkackten Typen. Aber als Drag Queen kann ich das natürlich machen. No, my father will misunderstand and blame the Centaurs. Please, please take me to the Centaurs. I'm certain they will help. Ja, natürlich. Das ist eine super Idee. Bringen wir dich zu den Zentauren. Hi, ich bin Horst und das ist mein Freund, der Knut. Und wir haben gehört, ihr hier im Zentaurendorf seid so ziemlich offen für alles und wir haben gedacht, wir kommen mal vorbei und polieren ein bisschen unsere Maiskolben. What has befallen your friend? Make haste, into my hut. I shall summon the healer. Herr Gott, die Farbe, das hatte ich schon wieder völlig vergessen.
Wo ist denn deine Hütte eigentlich? Ist sie nicht hier so? The dwarves have caused us great grief, falsely accusing us of murdering their queen and blaming us for every difficulty they have faced. Ja, und? Du hast jetzt die Gelegenheit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Also hör mal auf, rumzubitchen. But it is ill will to deny a patient care. I do not like it, but I shall cure him. Help me relieve his pain with some soup. Here's the recipe. Okay, wir nehmen also einen Becher voll Schnaps, tun da einen bunt bemalten Stein und ein bisschen Fleisch rein und dann machen wir daraus einen Topf. Klingt logisch. Also vermutlich ist es Honig, Ei und Fleisch oder Brühe, Ei und auf jeden Fall wird das ein Ei sein. Okay. Ein Werkzeugkasten. Er ist abgeschlossen, aber ich kann das Schloss vielleicht knacken. Oh ja, mit dem Vorschlaghammer. Nicht. Mit dem Maulwurfsborsten. Mit der Stange. Mit dem Hühnerfutter. Mit deinem Kopf. Ach, scheiße. Gemüse. Oh, wie praktisch, dass hier Hühnerbrühe rumsteht. Wo kommt jetzt dieser Holzfisch her? Es steht gar nicht gut um den Prinzen. Ich muss mich beeilen und der Heilerin helfen. Ja, was heißt helfen? Die macht doch gar nichts. Ich mache hier doch alles alleine. Weißt du, die hat vier Füße. Ich habe nur zwei. Warum muss ich alles besorgen? Sehe ich überhaupt nicht ein. Dämliche Schachtel. Ah, hier waren wir noch nicht. Cool. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Oh Gott, da kommen eins, da kommen sechs Gebiete. Okay, es wird also ewig dauern, bis wir ihn heilen können. Hühner. Eier. Hurra! Da oben glitzert etwas. Es steckt fest in seinem Mund. That's what she said. Vorschlaghammer. Nicht. Holzstange. Auch nicht. Fisch. Stock gegen Wand und so, nicht? My apologies, human. The granary stock has dwindled since the ogre's attack. If you can find us some fish, I will gladly trade it for meat. Ups, hast du denn das Mikro gehauen? Ja, hier. Nicht den Holzfisch, das ist, ja, schade. Dann gehen wir doch zur Angelhütte. Und ja, die Eier waren unter dem Hahn. Flock. Hier scheint eine gute Stelle zum Fischen zu sein. Hm, ob sie das an den ganzen Fischen erkannt hat? Ich bin mir nicht so sicher. Der Schmied hat mir freundlicherweise seine Hütte überlassen. Ich muss dringend dem Prinz der Zwerge helfen. Na, die Hütte hätte ich auch jemand anders überlassen. Das Seil ist lose, ich muss es wieder befestigen. Mit der Holzstange. Mit dem Vorschlaghammer? Nein. Mit dem Flock. Und dem Vorschlaghammer. Das Holz ist brüchig. Ich muss das ersetzen. Mit der Holzstange. Hurra, jetzt können wir hier rein. Oh Gott, ein 2x3 Schiebepuzzle? Ich fällt auch nichts Besseres ein, wa? Wo muss das Ding hin? What? Ach, das gehört dahin. Okay. Die Aussparung hat die Form eines Fisches. Ja, ganz toll. So, das Fischernetz. Fischreste. Nur das Beste. So fängt man heute Fisch. Wenigstens musste ich mir keine Angel bauen. Kann ich da hinten irgendwo hin? Was haben wir denn hier so? Diese Ranken haben dunkle magische Kräfte. Ich muss sie mit einem speziellen Schwert wegschneiden. Mit einem Laserschwert. So sieht es aus.
Können wir noch bei dem Hahn auf die Eier gucken? Nee. Nimm diesen Fisch. Hier, ich rede nicht mit dir. Gut, aber dann haben wir ja alles. Dann können wir ihn doch schneller heilen als gedacht. The dwarves have caused us Achso, ich muss das alles in den Kessel tun. Entschuldigung, ich, konnte ich das vergessen. Der Kessel war hier? Jawohl. Ich muss das natürlich alles in der richtigen Reihenfolge reintun, weil es auch völlig... Wenigstens schmeißt sie nicht das ganze Ei rein. Ich bin ein bisschen beglückt. Das wird die leckerste Suppe. Wow. Mir wird schon schlecht beim Gedanken daran, aber okay. Ich nehme das jetzt einfach alles so hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt... Achso, Moment, ich muss ja total in... ich muss in die Hütte. The soup should give him strength. I have diagnosed his curse. Unfortunately, the cure is in my hut and it is infested with lockweed. Use this potion to remove them and fetch me the cure. Yay, mehr Fetch-Quests. Schlüsselkraut, Alter. Bereich gesperrt. Warum ist denn das hier alles gesperrt? Achso, das ist zugestürzt. Ja, okay. Das ist jetzt Feindgebiet. Wie soll ich denn da jetzt aber hingehen? Ich denke, ich muss da jetzt den Kram holen. Warum? Ach so, nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung, mein Fehler. Ah, falsch gedacht. Ich muss in Wirklichkeit hier hin, oder? Fetch me the cure. We need better music. Ja, absolutely. Das ist was? Was? Hey, den Käfig kenne ich noch aus dem 5. Teil? Ich glaube, es war der 5. Achso, wir müssen das jetzt alles hier irgendwo hin tun. Okay. Was? Da kann ich das nicht abwischen? Nein, okay. Wait, what? Okay. Das hätten wir schon mal. Dann... Nein. Achso, das ist hier Kleber? Dann kleben wir damit die Vase. Das macht Sinn. So, damit flicken wir den Karren, wollte ich sagen. Offenbar nicht. Damit... Nein... Ah, das staubfädeln wir ab. Das macht Sinn. Das ist ein Brecheisen. Okay, damit machen wir dann also den Schrank auf. Diesen Stein wickeln wir da ein? Nein. Was ist das? Ist das ein Schraubenzieher? Hiermit schneiden wir die Ranken weg auf jeden Fall. Was für eine Kackputze, ja, auf jeden Fall. Okay, ich habe hier diese Kette. Damit erhänge ich mich. Schnell bitte. Ich habe diesen Stein. Damit werfe ich das nicht vorhandene Fenster ein, vielleicht. Nadel und Faden bringen da nichts. Damit repariere ich die Karre. Damit repariere ich nicht den Schrank. Damit repariere ich die Schranktür. Nadel und Faden repariere ich den Vorhang. Mit der Kette. Das macht alles gar keinen Sinn, oder? So, da tue ich noch mehr Steine drunter. Das macht total Sinn. Nicht, dass ich einfach den Tisch hätte mit den Holzbeinen reparieren können, also mit dem Holz, aber nee, da packen wir lieber noch mehr Steine drunter, das macht total Sinn. Das Tuch legen wir über die Pflanze.
Ah, das Brett legen wir über die Pflanze, damit wir die nicht mehr sehen müssen. Das ist Aufräumen für Fortgeschrittene. Ah, da liegt was auf dem Boden. Lass uns etwas anderes drüber legen. Das macht Sinn. Alter. So, was mache ich jetzt mit der Kette und dem Lappen? Mit diesem Lappen wische ich die Pfütze weg. So, das macht total Sinn. Und mit der Kette hänge ich... Was mache ich mit der Kette? Ich gehe einfach. Die Kette mit dem Türchen geht leider nicht. Ich könnte die Eule aufwecken. So, was habe ich hier denn noch nicht angefasst? Also eigentlich den ganzen Kram hier, aber das macht mit der Kette keinen Sinn. Das Seil macht auch keinen Sinn. Die Vase da hinten macht auch keinen Sinn. Hier irgendwas macht auch keinen Sinn. Nein, mit der Kette kann ich was aufhängen. No shit. Aber die Frage ist, was? Ist Dreibein unter das Ding? Nee. Damit kann ich da gar nichts machen. Die Obstschale vielleicht. Vielleicht kann ich mit der Kette auch einfach... Nein. Ja, wahrscheinlich muss ich damit die Sexschaukel im Keller aufhängen, aber da komme ich jetzt gerade nicht hin. Vielleicht müssen wir auch gar nicht damit was aufhängen, sondern zusammenbinden. Natürlich, ich klicke mit der Kette auf die Kette und mache daraus eine Kette. So sinnvoll. So sinnvoll. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Klicke ich mit der Kette auf die Kette vom Vogelkäfig. Aber warum denn? Bist du das da? Ich bin mir nicht sicher. Schon am ehesten, ne? Du bist auf jeden Fall das da. Oder bist du das? Gott, ich habe doch keine Ahnung von Blumen. Okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass das dahin muss, wo es runtergefallen ist. Dann gehört das nämlich hier hin. Und das Ding gehört hier hin. So, hier gehört dann das vermutlich hin. Das sieht, also die obere Reihe passt jetzt, würde ich sagen. Vermutlich, eventuell. Hier muss das hin. Das passt auch soweit. Passt das schon? Nee, irgendwas ist hier noch nicht richtig. Nee, das muss in Wirklichkeit hier hin. Und das so? Ja. Kräuter. Okay, Kräuter stampfen. Dann... was? Nicht weggehen. Dann tue ich das in die Schale, steht da. Warum? Gut, dann muss ich das halt in einer bestimmten Reihenfolge machen. Das steht da zwar nicht, aber ist okay. Dann tue ich das alles hier rein. Dann mache ich dem Feuer unterm Hintern. Dann nehme ich diesen leckeren Sud mit. Nur das Beste. Stecke das ganze Set ein und tropfe übrigens hier auch noch was drauf. Das wollte ich schon vor Stunden gemacht haben. Geil, dann sind wir hier auch fertig. Das finde ich ziemlich super.